Manager in einem Hotelzimmer in München. Die beiden gucken fern. Und dann kam diese Nachricht. Wir bleiben in der Musikszene. Bisher galt Tony Marshall als unbescholtener Sänger. Seit heute Nachmittag ist dieses Image angekratzt. Schlagersänger Tony Marshall in dubiose Geschäfte verwickelt. Oh, warte mal. Großrazzia in der Badener Villa des Entertainers. Wir berichten über Hintergründe und waren live vor Ort. Dies und mehr gleich in Blitz. Was ist denn los? Ja, ich weiß, ne? Was war denn da? Ah, das gibt's ja nicht. Was ist vom Programm? Ja, warte mal. Das hat eins, ist das? Sitz hin, komm. Komm. In Baden-Baden lebt der Schlagersänger Tony Marshall mit seiner Frau. Die Polizei stürmte heute sein Grundstück, denn hinter der Fassade stinkt es gewaltig. Die Fahnder haben Beweismaterial sichergestellt, welches Tony Marshall mit dem organisierten Verbrechen... Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Jetzt kommt ein langer Tony Marshall, bekannt als Sänger und Entertainer. Gegen 15 Uhr heute Nachmittag dann Großeinsatz der Baden-Badener Polizei. Ein Riesenkommando ist hier aufgefallen in einem Waldstück in der Nähe. Hallo. Sie ist bei mir zu Hause. Anwesend von Tony Marshall. Und ich bin sicher, dass wir hier Beweise finden werden. Hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Das darf nicht wahr sein. Das Anwesen ist umstellt. Spinnen Sie? Seien Sie sich kooperativ. Öffnen Sie bitte. Nee, wir nehmen nichts. Das ist nicht so schön. Das war neu. Aufmachen, Polizei. Sind Sie Frau Marschall? Wo ist Ihr Mann? Wussten Sie von der unrechtmäßig erworbenen den PKW? Wo ist Ihr Mann? Wo ist Tony Marschall? Das darf nicht wahr sein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll sich das hier um ein gestohlenes Fahrzeug handeln. Oldtimer von mir. Den habe ich. Der Gelbe da? Ja, den Baujahr 72 habe ich von Baden-Baden einen Freund gekauft. Und ich sage Ihnen noch was, dieser Wagen ist nicht nur das Geschenk eines Mafia-Bosses, er ist auch geklaut. Das haben wir hier rausgefunden, denn er wurde frisch lackiert, unter dem gelben Lack steckt eigentlich schwarzer. Sie sehen es hier, der Kratzer bringt einen Was hier gespielt ist, klar, der Hausfriedensbruch. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Herbert Noll, ich bin der Manager von Tony Marshall. Naja, fragt sich bloß, wie lange noch. Ich mach keinen Quatsch, ich sag die Kamera weg! Die Kamera weg, das darf nicht wahr sein! Weg damit! Der gehört laut Papieren einem gewissen Norbert Fiolka hier aus Baden-Baden. Bloß dieser Fiolka behauptet den Wagen besessen zu haben. Dem war ich gestern noch zusammen. Beim Pit unten haben wir noch gefeiert. Dass dieser Fiolka festgenommen wurde, das war heute Vormittag und wir waren natürlich für Sie dabei. Hier sind die Bilder. Der Besitzer von diesem Fiolka. Das gibt's doch nicht! Ja, aber nur auf dem Papier. Warum? Gestern Abend waren wir zusammen beim Pit. Ich bin gefahren gebeten, mich. Als ich habe den Wagen bezahlt und habe. Wusste denn der Tony Marshall davon, dass das Auto diesem Paten, diesem international gesuchten Cordoni, heißt er, glaube ich, gehört hat? Das ist doch verlogen. Selbstverständlich. Das war eine Sache, die war ja ziemlich bekannt hier im Ort. Ich habe ihn ja gewarnt. Ich habe ihm gesagt, das nimmt ein schlimmes Ende. Ist der gedopt, hör mal? Das ist doch nicht der Name Fjolka, aber wir kennen uns doch. Ein ganz fairer Geschäftsmann. Hallo? Ja, hallo? Da, guck mal, da Herbert. Ihr seid doch bescheuert! Da, der Herbert ist noch nicht. Hallo? Toni, Herbert hier. Was geht denn da ab? Sag mal, der Wagen gehört zur Sammlung. Den habe ich gekauft 1991 vom Norbert Fiolka. Ganz reell. Und da wurde nichts geschummelt und gar nichts gemacht mit Mafia und so ein Scheiß. Nee, pass auf, du musst mir mal sagen, wieso weißt du das schon? Weil ich es im Fernsehen gesehen habe eben. Was im Fernsehen? Ja, wo kam denn das? Wo kam denn das? Wo? Sat 1. Ich habe denen alles gesagt, ich habe gesagt, die sollen... Du warst doch auch mit auf dem Bild. Ja, klar. Aber ich habe doch denen gesagt, die sollen verschwinden. Was ist los bei mir? Das geht nicht. Da sind ein Haufen Leute, Polizisten. Der Norbert Fiolka wird in Handschellen abgeführt. Beruhigt. Aber was mich am meisten aufregt, ist, dass der so einen Scheiß redet. Die rennen da mit den Pistolen rum. Das ist doch Wild West. Auf eine ganz fiese Art. Der Polizeichef hat mir vor klipp und klar gesagt, dass dieser Mafioso, von dem ich gar keine Kenntnis habe, kennst du denn übrigens? Ach, ich kenne überhaupt niemanden. Ich kenne doch niemanden von der Mafia, entschuldige bitte. Also, Toni, ganz ruhig, wenn du nichts zu befürchten hast... Also, du redest ja schon, wenn du nichts zu befürchten hast. Ja. Also, Perfekt, ich glaube, ihr spinnt ich alle. Ich sag's ja nur. Ruf jetzt den Putz an, ich will, dass der sich einschaltet. Hör mal, jeder Knastbruder kann sofort, hat ein Recht auf seinen Anwalt. Und ich hab eine saubere Weste. Ich brauche mir das nicht geben lassen, verdammt nochmal. Ich rufe dich nochmal an später. Ja. Ja, okay, tschüss. Oh,
Der tut ja so. Der tut so. Also, wenn du nichts, also nichts, ja? Nichts am brauchst du keine Gedanken machen. Also, der unterstellt mir, mein Manager, den ich auch schon 30 Jahre kenne, der unterstellt mir, es könnte da irgendwas dran sein. Wenn nicht, dann brauchst du keine Gedanken machen. Also, da wärst du verrückt. Oh! Ja, grüß Gott, Kriminalpolizei München. Ja. Herr Marschall, ist der hier zu finden? Ja, der bin ich. Ja, kommen Sie rein. Störung, grüß Gott. Guten Tag. Herr Schlegschlatzer, Hauptkommissar München. Nehmen Sie doch mal einen Stuhl. Mein Kollege ist dabei, danke schön. Ja, wollen Sie jetzt mal hin. Oh. Macht doch mal bitte ruhig. Jetzt nehmen Sie erstmal Platz. Vielleicht können wir die Sache schnell lösen. Darf ich noch fragen, wie lange bleiben Sie in München? Fünf Minuten, glaube ich, fahre nach Baden-Baden. Ich will mal auftreten, Mann. Man sucht Sie ja. Sie werden ja gesucht im Moment. Ich hab. Von wem werde ich gesucht? Polizei. Ich mache meine Arbeit. Das haut dem Fass den Boden aus. Der Toni Marschall wird gesucht von der Polizei. Heute hat eine Verhaftung stattgefunden und wir haben den Auftrag, Sie zu suchen. Ja, was soll ich denn mit dieser Scheiße zu tun haben? Es gibt eine klipp und klare Aussage von Ihrem Freund Norbert Fiolka. Ja, das stimmt eben nicht. Und ich kann das kaum glauben. Ich kann das kaum glauben, dass er das gesagt hat, aber ich habe es ja gesehen. Wir sind ja da, um diese Sachen recht zu tun. Ich bin die Weinkönigin. Hallo. Sie sind also ganz ungelegen. Bitte ganz ungelegen. Lassen Sie uns noch fünf Minuten rein. Also ich dachte, vielleicht ist gerade eine Minute noch, wenn Sie ja. Ja. Ich wollte nur ganz kurz fragen, welche Lieder Sie singen. Nee, ich singe überhaupt nicht. Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt noch in der Lage bin, auf der Bühne noch hier Liedchen zu trillern. Ja, können wir später. Lassen Sie uns noch kurz allein. Ja, selbstverständlich. Wir haben hier ein Problem zu lösen. Danke. Herr Marschall, laut meiner Auskunft haben Sie Kontakt zu den meistgesuchten Mafiosen in Italien. Den Antonio Corradoni, der heute verhaftet wurde. Ich mit Mafia. Das Einzige, was ich in Italien sitze, ist die Musik und die Mentalität. Damit habe ich mit Mafia nichts am Hut. Sie sind letztes Jahr im Mai in Neapel mit dem Herrn Antonio Corradoni gesehen worden. Ich war einmal in meinem Leben in Neapel am Grab von Enrico Caruso. Das war 1957. Heute war ich in Neapel. Warum sind Sie das jetzt? Weiß ich nicht. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Norbert so etwas sagt über seinen Freund Toni. Ja. Glaube ich nicht. Sie, Herr Marschall, aber ich habe mir das gerade nochmal überlegt. Ich habe mich gefreut, einfach mit Ihnen heute auf der Bühne zu stehen. Jetzt haben Sie ja gerade vorhin gesagt, dass Sie jetzt doch nicht mehr... Ich sag Ihnen das ganz, ganz offen und ehrlich. Toni Marschall tritt heute nicht auf. Mich hält nichts mehr in München. Aber nichts mehr, nicht mal das Münchner Bier. Nichts hält mich mehr. Also, wenn ich sonst Ihnen irgendwas helfen kann... Sie können mich doch nicht mit so großen Augen angucken. Ist nichts zu machen. Ich trete nicht auf. Bin nass geschwitzt, bin mit den Nerven, die schleifen am Boden hier. Ich bin der Concierge des Hauses und Sie hatten eine Suite 2056 bei uns angemietet. Ah. Könnten Sie mir dann bitte vorab 300 Mark, das wäre die Kaution für die Seit 1965 begleite ich mich Musik und Publikum und bin immer überall herzlich aufgenommen worden. Und dann passiert sowas. Nur für die Minibar 300 Mark. Machen Sie so ein Schloss davor. Hängen Sie hast du noch einen Hunderter? Nee, ich habe nur die Kreditkarte in meinem 200. Zimmer. Sie müssen mir Vertrauen schenken und mir auch jetzt mal 100 Mark leihen. Ich habe nicht mehr. Tut mir leid, entschuldigen. Das ist doch der reine Wahnsinn hier, was da abgeht. Entschuldigung, ich dich kurz und zurück. Freunde, lassen Sie uns bitte kurz allein. Ja, natürlich. Wir sind wirklich in einem Kurs. Also sagen Sie hier Ihrem Chef, wenn man immer Toni Marschall tritt heute nicht auf. Fertig, aus. Ja, er kommt dann nachher nochmal vorbei. Ja. Danke, ja. Sie brauchen gar nicht mehr wiederkommen. Das macht alles noch viel schlimmer. Ja. Wir möchten Ihnen gerne den Antonio Corradoni gegenüberstellen. Hätten Sie da, würden Sie damit einverstanden? Da können wir vielleicht das Problem lösen. Wenn es Ihnen Ermittlungen, wenn das Ihnen hilft, glaube ich, dann gleich sehen, ich kenne mich. Und wenn der sagt, er kennt mich, dann weiß ich nicht, wie ich reagiere. Ah, Toni, hallo. Hallo, Freunde unter sich, hallo. Das darf nicht wahr sein, jetzt gehe ich jetzt zum Zweiten.